bei 4% von denjenigen, die einen risikoreichen Konsum haben. Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Wie ihr gesehen habt am Vorspann, also kurz davor, bevor mein Titel kam, geht es heute um epileptische Anfälle, die ausgelöst werden durch Fotosensibilität. Ich habe jetzt mal nachgeschaut. Auf Wikipedia. Den Link verlinke ich unten rein als Quelleangabe, damit ihr euch das selber durchlesen könnt, unter Häufigkeit. Ja. Eine Fotosensibilität kommt entwicklungsbedingt besonders häufig während der Pubertät und eher abhängig von den Untersuchern bei 7,5 bis 10% aller gesunden Kinder. Mädchen sind doppelt so häufig betroffen wie Jungen. Epileptische Anfälle kommen aber in der Altersgruppe von 8 bis 20 nur mit einer Häufigkeit von 5 bis 6 von 100.000 vor. Alle gesunden Kinder. Alle. 10%. Von 100 sind es halt dann 10. Von 10 ist einer, wenn ich es richtig verstehe, oder? Ist das so? Ja, auf jeden Fall von 100 Zähne. Eine drogeninduzierte Psychose von Cannabis tritt laut den Verlautbarungen von den Gegnern, Cannabis-Legalisierungsgegnern, bei Kindern und Jugendlichen auf. Ja, es tritt da auf. Bei 4% von denjenigen, die einen risikoreichen Konsum haben und prädestiniert sind. Also wo eine Geisteskrankheit in der Familie vorliegt. Sagt man das heute noch, Geisteskrankheit? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall geht es darum, dass wenn die Oma, die Opa, der Mama, Papa oder irgendjemand in der Familie schon mal wegen einer Psychose in Behandlung war, es naheliegt, dass man aufgrund einer Drogenerfahrung auch eine Psychose bekommt. Soweit ich weiß, ist das alles behandelbar. Vor allem die, die wegen LSD oder wegen Cannabis in Kliniken gehen. Gerade die von Cannabis und sobald die nüchtern sind, bei vielen. Gibt auch die anderen Fälle. Ja? Eben die 0,4% bei Kindern und Jugendlichen. Die ein also wie wenig sind denn das eigentlich? Ich persönlich kenne überhaupt keine Kinder und Jugendliche, die konsumieren. Aber ich kannte natürlich mal welche. Und ich kannte gerade einmal ein paar Jugendliche. Ich glaube, 2, 3. Die alle über 16 waren, aber unter 18. So. Die Statistiken fangen aber alle an bei Kindern zwischen 12 und 21 oder was sie mal sagen. Auf jeden Fall, damit halt hohe Zahlen rauskommen, braucht man ja den Part, wo wirklich viele dabei sind. Und um Angst zu machen, nimmst du halt noch welche von davor. Da gibt es vielleicht auch welche. Ja? Einen oder zwei. Du musst da erstmal an das Zeug rankommen. Ja, du musst das Geld haben, du musst einen Dealer finden, du musst das Zeug kriegen. Da muss es auch noch richtig gut sein. Da musst du auch noch prädestiniert dazu sein, dass du eine Psychose kriegst. Und erst dann wirst du auffällig und kommst in so eine Klinik. Also ich sage jetzt mal so, dass es eine extreme Ungleichbehandlung ist. Wenn ich weiß, dass 10% aller gesunden Kinder beim PlayStation-Spiel einen epileptischen Anfall kriegen können und das trotzdem einfach so legal offen verkaufen kann. Jeder kann es haben, das ist überhaupt kein Problem, Warnhinweis fertig. Wo ist denn da die Verantwortung der CDU, CSU, die immer so auf die Jugend schaut? Die da immer sagen, ja, wir müssen die schützen, weil die anscheinend sich nicht selber schützen können. Ja klar, man muss sie aufklären, vor allem, so wie dort beim Spiel auch. Vorsichtig, es könnten sein, dass epileptische Anfälle kommen. Pass auf, sei vorsichtig. Dann wissen alle, okay, das könnte passieren. Also muss man ein Auge drauf haben.
passiert ganz selten halt nur. Ja. Wie gesagt, ich kenne niemanden, bei dem das war bis jetzt mit diesen, ich kenne zwar epileptische, also Epileptiker, Leute, die diese Anfälle schon mal hatten, aber die haben das nicht vom Spielen. Tja. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, dass es nur Ausreden sind von der CDU und CSU. Und ich hoffe ja, dieses Jahr ist ja eine Wahl, dass links und grün richtig stark werden. Die CDU, CSU, AfD ablost und die FDP halt darf halt auch mitspielen. Weil die sind ja auch pro. So alle, die das nicht mehr wollen, dass unsere Süchtigen Kriege finanzieren oder organisierte Kriminelle bezahlen mit ihrer Abhängigkeit. Die müssten eigentlich für eine Freigabe sein. Und ja, alle Substanzen, nicht nur Cannabis. Ich sage nicht, dass man alle Substanzen immer überall verfügbar haben muss. Ich sage nur, dass alle Substanzen verfügbar sein sollten, wenn es einer wirklich will. Aber da muss man halt dann sich überlegen, wie man den Zugang macht. Keiner sagt, im Supermarkt oder in der Apotheke. Ja, von mir schon in der Apotheke mit einem Rezept vom Arzt halt. Ne? Da ist man aufgeklärt. Wenn man da Gramm Koks sich kauft, das Erwachsene mit einem Rezept, dann finde ich, wäre das in Ordnung. Ja. Oder Heroin, wenn die Leute das kriegen, da, aber dann würde ich sagen, gibt es auch mit, dass sie es nach Hause mitnehmen können. Warum sollten die das verkaufen, wenn sie es aber brauchen? Aber damit sie ja nicht zweimal am Tag zum Arzt rennen müssen, sondern nur einmal am Tag. Ja, oder von mir ist nur einmal in der Woche, das, was sie eine ganze Woche kriegen. Vielleicht ein bisschen knapper dosiert, als sie eigentlich eingestellt sind. Dann geben sie erst recht nichts ab, weil sie brauchen das ja. Wir haben schon einen Herbert vom Arzt. Dann brauchst du bloß noch einen Karl, dann kannst du gleich einen Cocktail machen, oder? Beikonsum? Sicher nicht. Wenn man es hat, ist das gar nicht mehr notwendig. Hab mal wieder Zeit zum Nachdenken, hab mal wieder Zeit, weiß ich nicht, und es ist auch nicht so, dass man dann in die Abhängigkeit reingetrieben wird. Weil wenn ich mir heute zum Beispiel irgendwo, gerade sagen wir mal in Bayern, ja, weil die sind ja eh so scharfe Hunde, sagen wir mal, ich gehe in Bayern oder in Baden-Württemberg auf der Straße spazieren, finde auf der Straße ein Gramm Heroin, sagen wir mal. Ich wüsste ja gar nicht, ob das gut oder schlecht ist. Also müsste es ja erst einmal ein bisschen ausprobieren. Also, ja. Und schon hätte ich ja wieder erstmal einen Rauschzustand. Ja, weil wenn es so gutes Zeug ist, brauchst du ja nicht viel. Und angenommen, ich wäre so, da sag, hey, ich will das gerade nicht spritzen, ich nehme es mal auf eine Folie. Ich hätte auf jeden Fall, wenn es ein gutes Zeug ist, noch extrem viel übrig. Ja, du kannst ja mit einem Zehntel von einem guten mindestens vier Spritzen machen oder weiß ich nicht, vier Folien rauchen. Jetzt habe ich aber ein ganzes Gramm. Und in Bayern ist es ja so, da gibt es ja keine Eigenbedarfsmengen, gibt es bei Heroin ja gar nicht. Was mache ich denn damit? Ich muss das möglichst schnell niedermachen, damit ich nicht erwischt werde. Ich muss ganz schnell weg. Umso länger, aber ich weiß ja gut ist, brauche ich dafür. Aber was ist denn dann am Ende? Dann bin ich drauf. Und dann schon bin ich da in diesem Kreislauf drin. Wäre es jetzt eine Eigenbedarfsmenge und es wird, sagen wir mal, nur wieder mal weggenommen bei so einer Regelung, ja, dann müsste ich, wenn ich ein Süchtiger bin, nicht dauernd losziehen, wenn es mal weggenommen worden ist, dass man mal wieder was Neues besorgt. Oder wenn ich so ein Gramm kaufen würde oder finden würde von mir aus oder geschenkt kriege. Ja, geschenkt, das finde ich schon nicht mehr so gut, aber gekauft, sagen wir mal, von einer staatlichen Einrichtung. Und ich hätte das Gramm, dann könnte ich das aufbewahren, solange ich das will. Und ich könnte mir so kleine Dosierungen davon nehmen, wie ich das will. Ne? Und ich müsste nicht Angst haben, dass man das an einer wegnimmt. Gut, mein, ich fahre jetzt gar nicht drauf ab auf Opiate, überhaupt nicht. Ne? Ich habe das Zilidin, das kriege ich wegen meinen Schmerzen. Das sind zweimal am Tag 100 Milligramm und bei Bedarf 50 Milligramm am Nachmittag, wenn schlechte Tage sind. Das brauche ich ganz, ganz, ganz selten. Aber ich krieg's so vom Arzt verschrieben. So. Wenn ich jetzt mir das so vorstelle bei Cannabis, jemand, der das überhaupt nicht gewohnt ist, ja, aber konsumiert wie jemand, der es schon weiß, wie man es macht, ja, das richtig anwendet, sagen wir mal, aber die Dosierung niedrig hält, dann kommt der mit diesem einen Gramm, sagen wir mal, ein Gramm Gras oder Hasch oder irgendwas,
sehr viel länger hin, als wie jemand, der das Dauer konsumiert, sage ich jetzt mal. Ne? Der braucht das sehr viel mehr. Aber wenn du aufgegriffen wirst, sagen wir mal in Bayern auf der Straße, wirst du sowieso weggenommen. Ja? Und unabhängig davon, wie viel das du dabei hast, wird deine Wohnung durchsucht und das alles kaputt gemacht und die Nachbarn kriegen es mit und alles. Weißt du, der Ruf ist schon mal geschädigt. Und wenn sie da was finden, was ein bisschen mehr Ära ist, als wie das, was man für einen Konsumeinheit braucht, bist schon angeklagt. So, zeigst dich an. Im Gegenzug sagt keiner was, wenn du dir ein Fass Bier kaufst. Interessiert sich niemand dafür. Wenn du 16 bist, ja, gehst du in den Getränkemarkt, kaufst du so ein kleines Metallfass Bier mit 10 Liter oder 5 Liter drin. Fragt dich keiner. Du, trinkst du das auf einmal oder trinkst du das innerhalb von einer Woche oder mit mehreren Leuten oder hier oder da oder hut. Aber bei 5 Gramm Hasch wollen sie gleich was konstruieren. Ja, Händler. Das muss ja ein Händler sein. Oder hier in Berlin die CDU immer. Wir haben ja, in Berlin sind es ja 15 Gramm. Die geringe Menge. Bis dahin kann ein Staatsanwalt einstellen. Bis 10 Gramm soll er es einstellen. Ja, wenn da nicht ein paar so krasse Sachen dagegen sprechen, dann soll er das einstellen. Und da jammern die rum, 10 Gramm, das wäre doch kein Eigenbedarf. Natürlich ist das ein Eigenbedarf. Wenn es ein medizinischer Eigenbedarf ist, dann geht es bei 30 Gramm ungefähr los im Monat bis 100 Gramm. Das ist so die Norm. In Einzelfällen kann man auch über 100 Gramm hinausgehen. Ja, das ist gesetzlich erlaubt. Warum sollte das bei jemandem, der chronisch konsumiert, weil er ein Kiffer ist, ein Spaßkiffer ist, anders sein? Warum sollte der nicht im Monat auch so um die 30 Gramm verballern oder auf 100 Gramm von mir aus? Also ich weiß, der Robert zum Beispiel, das war damals in Bayern, da war ich noch jung, er auch, der hat einmal im Monat 100 Gramm Hasch gekauft. Das hat ihm ausgereicht für ihn und seine Freundin über den ganzen Monat. Er hat natürlich nichts hier abgegeben, nichts verschenkt oder verkauft oder so, sondern das war nur zum Konsumieren da. Wäre der erwischt worden, hätten sie gesagt, das ist ein Dealer. Ganz klar. Oder? Ich meine, wo ist denn die Logik? Warum mögen das die Leute nicht verstehen? Das geht beim Cannabis-Konsumieren gar nicht darum, richtig Hammer zu in der Ecke zu liegen, wie wenn man stockbesoffen wäre. Darum geht es gar nicht. Es geht einfach nur um ein gutes Gefühl, was man hat. Ein leichtes, angesmustes Gefühl. Ein bisschen gut drauf, ein bisschen albern von mir aus. Aber trotzdem, wenn man klar sein muss, dann ist man klar. Heißt. Und man hat auch bessere Reaktionen, als jemand, der Alkohol konsumiert. Und ganz ehrlich, wenn man die ganzen Menschen anschaut, die Druck in ihrem Beruf haben, egal wer das ist, irgendwelche Leiter von irgendwelchen Institutionen, gerade Bundeseinrichtungen, da sind ganz viele mit der Schnapsnase dabei. Alkoholiker, sichtbare Alkoholiker. Aber wenn ich das so sage, Alkoholiker, dann meine ich nicht, dass die in der Ecke dusen, schmutzig sind, stinken und nicht wissen, was sie zappeln. Das mag vielleicht später passieren, wenn sie älter werden. Aber sie funktionieren im Moment. Sie sind zack da, wenn es sein muss. Sie tragen Verantwortung. Es ist mir ganz klar, dass man da abends nicht richtig einschlafen kann und dass man manchmal auch über seinen Schatten springen muss und etwas machen muss, was moralisch vielleicht nicht ganz so toll ist. Und dann haut man sich halt die Birne am Abend zu mit dem Alk. Das verstehe ich. Weißt? Aber wisst ihr was? Es geht mit Cannabis genauso gut. Vielleicht bist du ein bisschen friedliebender oder findest sogar eine alternative Lösung, was du gar nicht finden hättest können mit dem Schnaps, aber mit dem Joint schon. Das ist ein ta tatsächlich ganz anderes Denkmuster, was man da entwickeln kann, wenn man über Probleme stoned nochmal nachdenkt. Nüchtern und stoned, beides. Und dann sich's aufschreibt und das so ein bisschen vergleicht. Es ist sehr interessant, was da manchmal bei rauskommt. Auf jeden Fall habe ich sagen wollen, dass jede Substanz seinen Abnehmer hat. Und den Krieg, den wir gerade führen. Nur weil sie ein bisschen Oberhand haben, weil sie es gerade mal diesen einen Chat hochgenommen haben. Ja, das schadet denen bestimmt, diesen organisierten Kriminellen. Es schadet auch den Abnehmern, ganz klar, wenn nichts mehr da ist, wird es teuer, es wird schmutzig. Es ist nicht mehr so einfach zu kriegen, aber es bleibt da.
Die Abnehmer finden einen Weg. Und es wird neue Dealer geben, es wird neue Wege geben. Und meistens kommt es dann schlimmer als vorher. Deswegen wäre es besser, wir würden nicht nur jetzt diesen Krieg gegen Kriminelle führen, sondern gleichzeitig auch für Konsumenten eine Perspektive finden. Und nicht bloß eine Perspektive zum Ausstieg. Es gibt halt welche, die können nicht. Für die ist eine Droge etwas, um das Leben zu meistern. Die können auch produktiv sein. Ihr habt das gesehen im Fernsehen, einen Bericht über Portugal, über einen, der Crack raucht. Das ist ein Künstler, der ist produktiv, der macht seine Kunst, der verkauft seine Kunst. Und er sagt ganz offen, dass er halt Crack raucht, weil das dort nicht verboten ist. Konsum ist halt alles okay, passiert nichts. Nehmen Sie ihm nicht einmal weg. Das könnte er in Deutschland nicht. Frag immer die Crackheads da in Frankfurt oder Berlin oder wo sie überall sind. Ich halte mich da ja fern, ich mag das nicht einmal riechen, weil es schon dann noch einen Effekt hätte, glaube ich, wenn es riecht. Das weiß ich nicht. Ich möchte es gar nicht wissen. Auf jeden Fall weiß ich, was das für eine Gier auslösen kann. Dass man eigentlich nur noch das im Kopf hat. Und ich bewundere das, wenn jemand sagt, ich kann damit auch noch umgehen. Aber du musst es immer auch ermöglichen. Und es ist in Deutschland nicht möglich. Ja, nicht möglich. Nur wenn du ein Alkoholiker bist. Da wird dir geholfen in diesen anderen Bereichen überall. Ja. Du kannst auch damit, wenn du damit umgehen kannst, sagt gar keiner was. Du kannst bis zum Tod, bis in die Kiste rein, kannst du ein Alkoholiker bleiben, solange du das im Griff hast. Das heißt, sagen wir mal, du bist schon ein Pegeltrinker. Du musst einen bestimmten Pegel halten, damit du keinen körperlichen Entzug hast, damit du nicht zitterst. Wenn du aber da reinfällst, kann es sein, dass du auch psychotische Schübe kriegst. Also jemand, der einen körperlichen Entzug hat, der kann auch, verkackte Worte mal wieder. Delirium, Alter. Ja, ins Delirium fallen, genau. Also jemand, der körperlich abhängig ist vom Alkohol, der kann auch ins Delirium fallen. Ja. Dann ist es nicht mehr so einfach losgehen und mir nochmal schnell einen Schnaps kaufen, wenn er noch ein Geld hat, sondern der muss dafür sorgen, dass wenn er morgens aufsteht, einen Schnaps hat. Weil sonst wird es halt einfach gefährlich. Ja. Das ist halt schon bei diesen Menschen, denen du es dann auch ansehen kannst, dass sie Alkoholiker sind. Die kriegen so dicke Finger, dicke Nase, die Ohrläppchen werden dick, die Gesichter schwellen an. Ja. Man sieht halt einfach. Je nachdem, welches Stadium das ist, umso krasser ist die Erscheinung. Und noch einmal, diese Menschen sind trotzdem produktiv. Ja. Die halten ihren Pegel, um ganz normal zu sein. Aber wenn sie mal einen kleinen Schluck zu viel haben, sind sie sofort stockbesoffen. Und zwar richtig hardcore. Deswegen können die sich abends halt dann einfach gut abschießen. Gell? Die halten den Pegel den ganzen Tag über und abends, wenn sie schlafen gehen wollen, joing, puff. Dann sind nochmal richtig weggeschossen. Dafür ist am nächsten Tag in der Früh halt klar wieder. Also nicht zu empfehlen, gell. Aber das ist legal. Naja, was soll ich sagen? Es ist Wahl, Leute. Überlegt es ganz genau, bei wem ihr euer Kreuzchen macht. Ja. Schaut euch nur an, was jetzt in dieser Corona-Pandemie, was da passiert ist, wie da die Polizei auf Kleinigkeiten reagieren hat müssen. Weil es von so unionsgeführten Ländern vorgegeben worden ist. Denkt ihr mir gerade drüber nach, wie scharf manche waren und wie hoch trotzdem deren Infektionszahlen waren, weshalb es noch schärfer worden ist, aber das gar nicht mehr beeinflusst hat. Also man muss da echt mal drüber nachdenken, ob man eben einen anderen alternativen Weg probiert. Ja. Von daher, Leute, peace out.